Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal im östlichen Leonia stehen geblieben und hatten uns in der letzten Folge durch die Katakomben am Klippenfuß geschlagen. Und in dieser Folge werden wir uns mal zurück nach Limgrave begeben. Ich möchte nämlich zurück in den Friedhof der Gestrandeten. Dort haben wir schließlich auch noch was offen. Lange her, dass wir hier waren. Und hier haben wir ja auch noch was offen. Und zwar dieses weiße Portal oder diesen weißen Schleier. Und hier brauchen wir sogar zwei Steinschwertschlüssel. Okay, na dann öffnen wir uns mal diesen weißen Nebel und schauen mal, was dahinter liegt. Oh, hier sind aber ganz viele gequälte Schreie im Hintergrund zu hören. Das ist ja nicht so schön. So, schauen wir mal, was wir uns hier geöffnet haben. Hier rechts ist eine Leiter. Und da unten, das sieht nicht appetitlich aus. Gut, ich denke, wir müssen da runter und das ist nicht zu hoch. Wir können, glaube ich, auch runterspringen. So, hier hinter uns ist nichts. Wir rennen einfach mal. Wir müssen ja irgendwo sicherlich eine Möglichkeit haben, hier wieder rauszukommen. Hier rechts. Sehr schön, das hätten wir geschafft. Wir sind nicht vergiftet, wir haben nur hübsch grüne Stiefel. Und das ist ja was ganz Neues jetzt hier. Was war denn das? Ein riesiger Streitwagen. Okay. Müssen wir das Ding erledigen? Wir haben auch keinen Namen bekommen. Wir sind also immer noch im Friedhof der gestrandet. Gut. Das Ding kommt wieder. Ich nehme an, das ist nicht gesund. Okay, die Harley-Kling hat jetzt verfehlt. Wollte eigentlich mal sehen, ob man das bekämpfen kann. Wir mal kurz schauen. Das Ding kommt wieder. Gut, wir bewegen uns mal in die Richtung. Und dem Ding möchte ich mich nicht treffen lassen. Nehmen wir die halt Klinge. Nee, das müssen wir anders machen. Gut, ich will jetzt nicht die ganzen FP verschießen. Wer weiß, was hier noch so auf uns wartet. Die einen schön weit runter hier. Aha, das Ding kommt wieder. Wir rennen mal. Okay, das muss ja aber irgendwie zu lösen sein. Ich denke, von dem Ding darf man sich nie treffen lassen. Da links scheint eine Nische zu sein. Und wir haben das Grab eines Randvolkshelden entdeckt. Aha, der geht. Sehr schön. Da drüben, da kann man durch die Wand gucken. Also da ist keine Wand. Gehen wir mal rüber. Wo geht's denn hier hin? Oha, weit nach unten. Das ist aber nicht so schön. Ui, das ist nichts für Leute mit Höhenangst hier. So, wir gucken mal. Das sieht ja sehr interessant aus. Das geht weit nach unten. Das hier unterliegt auf jeden Fall anderen Regeln als sonst. So, das Ding dreht da unten um, dieser Streitwagen. So würde ich das Ding jetzt erstmal bezeichnen. Wir nehmen mal an, das ist tödlich, wenn man da unter die Räder gerät. Dann lassen wir das lieber. So, dann nehme ich mal an, wir finden weitere Nischen. Ja, hier ist zum Beispiel eine, sehr schön. Und hier war gerade was zu hören. Ja. Da drüben ist ein Geist. Das ist jetzt ungünstig. Warum steht denn der da drüben? Der soll mal herkommen. Ne, der hat eine Armbrust, der kommt natürlich nicht hierher. Wir laufen jetzt mal rüber. Ne, wir rollen uns rüber, das ist glaube ich günstiger. Und erledigen diesen Geist. Das war doch ein Verbannter, wie in Schloss Sturmschleier. Gut, aber als Geist hatten wir auch noch nicht. So, ich glaube wir müssen weiter runter, nehme ich mal an. Wir laufen mal hier entlang. Und schlagen uns mal hier nach links und erledigen diesen Verbannten hier. Sobald wir einen Target haben. Sehr schön. Und da drüben ist noch einer mit der Armbrust. Zum Glück haben wir ein Schild. So, wo ist denn jetzt der Streitwagen? Der ist rechts. Okay, wir müssen noch ein bisschen aushalten. Kein Problem. Unser Ausdauer und unser Schild hält. Und wir mal rüber. Nee, wir rollen rüber. So, der ist weg. Der hat einen Abgang gemacht. Sehr schön. So, dann haben wir aber erstmal Ruhe hier. So, oh. Hier könnte man wahrscheinlich runterspringen. Da oben sitzt ein weiterer Geist. Wir werfen noch mal einen Blick hier um die Ecke. Hier ist nichts zu sehen. Vielleicht muss man da rum und da runter. Naja, wir können auch einfach hier, glaube ich, runterspringen und da unten in die Nische. Oder da weiter. Da hinten liegt was. Naja, vielleicht sollten wir einfach runterspringen und rennen. Hier scheint kein Streitwagen zu fahren. Da unten jetzt irgendwie weiter. Da darf man nur in der Mitte laufen. So, wo ist denn das Ding jetzt? Wir warten mal ganz kurz ab hier. Gucken uns das noch einen Moment an. Ich will ja nichts überstürztes machen.
So, der kommt wieder. Dann ist der hier und der kommt hier um die Ecke. Gut, dann gehen wir mal runter. So, wir haben das überlebt. Das ist sehr gut. Ach, wir rennen einfach mal. Wir sollen ja wohl tiefer in das Grab, so würde ich das jedenfalls mal vermuten. Das wäre nur logisch. Wir nehmen mal hier den Überrest mit. Hier scheint noch nichts zu passieren. Oh, wir haben die Goldenruhe der Stufe 5 gefunden. Uns passiert hier nichts, da ist nichts. Sehr schön, dann können wir hier wohl ganz entspannt langlaufen. Wir gucken uns mal um, da jetzt weiter nach unten, da jetzt nach oben. Ach, gehen wir da erstmal nach oben. Mal kicken, wo das hier rechts hinführt. Wir werfen mal einen Blick in die Nischen. Vielleicht kriegen wir noch so einen Geist wie eben. Sieht nicht so aus. Doch, hier ist ein Geist zu hören. Oh, da sind Geister. Mehrere so, ja. Oh, das sind aber einige. So, wir stellen uns mal hier hin und lassen die mal kommen. Wer weiß. Vielleicht taucht noch so ein Streitwagen auf. Ja, die haben die gleichen Angriffe. Wie die in Sturmschleier. Das ist ein bisschen ungünstig. Zwei Armbrustschützen. So, die haben geschossen. Wir laufen einfach mal rüber. Hier scheint ja kein Streitwagen zu sein. Das ist gut. So, schalten die Bärenverbanden hier mal aus. Die haben uns ein bisschen Schaden gemacht. Von wegen, hier ist kein Streitwagen. Da ist einer. Das ist nicht gut. Also hier gibt es mehrere, so wie das aussieht. Wir nehmen mal eine Gunst des Segens. So, wenn wir schon keine heilige Klinge benutzen, können wir auch eine Gunst des Segens nehmen. So, wo ist denn der jetzt hin? Der ist rechts. So, runter. Wir warten das mal kurz ab. Ich möchte mal sehen, wie lang das Intervall ist. Der scheint einen längeren Weg zu haben. Na, vielleicht doch nicht. Gut. Wir wollten jetzt erstmal hier hoch. Oh, vielleicht führt er bloß zum Eingang zurück. Auf einer anderen Route. So, der ist weg. Wir laufen einfach mal bis zur nächsten Nische. Gucken wir mal. Hier müsste doch irgendwo wieder eine kommen. Nee, keine zu sehen. Hier ist eine. Erstmal hierin in Sicherheit. Da drüben ist kein Geist. Das ist beruhigend. Und wir gucken mal, was haben wir denn hier vor uns? Aha, da vorne ist ein Durchgang. Und da passt der Wagen definitiv nie rein. Das ist sehr beruhigend. Und da vorne sitzt ein weiterer Geist. Nur das sollte ja kein Problem sein. Dem werden wir gleich mal eine kleine Überraschung bereiten. Und dann nehmen wir die heilige Klinge. Aha, das ist jener mit Schild und Schwert. Das heißt, der kann ein bisschen mehr aushalten. Ja, definitiv. Aber auch nicht wirklich viel. So, der ist erledigt. Und der hat irgendwas mit der zurückgelassen. Wir haben ein Siegel der Drachenkommunion gefunden. Das ist eine Fernkampfwaffe oder eine Offhand. Nee, Siegel, Moment, natürlich, das ist was für Drachenanrufungen. Wir schauen mal ganz kurz in unsere Ausrüstung direkt rein. Das müsste was für die Offhand eigentlich sein. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich das jetzt richtig identifiziert habe. Da ist es tatsächlich. Das ist ein, ja, gewöhnliches heiliges Siegel. Und verstärkt Drachenkommunionsanrufung. Ich glaube, wir müssen langsam wirklich mal Drachen machen. Also, wir hatten ja schon die Kirche der Drachenkommunion entdeckt. Und ja, also, dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und wir haben ja noch einen Überrest mit Drachenwundenfeld. Ja, wir sollten Drachen machen, ganz eindeutig. So, jetzt sind wir hier, glaube ich, in einer Sackgasse, wenn ich das richtig sehe. Von wegen Eingang. Ach du Schreck, wir müssen uns mit dem Streitwagen auseinandersetzen. Und vielleicht können wir ja jetzt mal probieren, ob man hier vielleicht eine heilige Klinge mal absetzen kann. Die heilige Klinge hat getroffen. Kein Lebensbalken. Okay, also das Ding kann man nicht beschädigen. Das Ding kann man nie zerstören. Man muss einfach vorbeilaufen. Wir spielen das safe. Wir gehen hier einfach in die Ecke. So, wir warten, bis der wieder vorbei ist. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen beängstigend, würde ich ja mal beinahe sagen. Würde mich ja beinahe interessieren, ob uns das Ding wirklich instant tötet. Ich möchte das jetzt aber nicht ausprobieren. Wenn es passiert und wir überrollt werden und wir das überleben, gut. Aber ich möchte mich jetzt nicht davor werfen. So, wo ist denn jetzt die nächste Nische? Wir müssen hier um die Ecke. Sind wir dann wieder da, wo wir die T-Kreuzung hatten? Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir den Wagen nach oben fahren lassen und dann laufen. Wer weiß, ob das sinnvoller ist oder jetzt hier hinterher laufen. Ich glaube, wir laufen jetzt gleich mal weiter. Wir rennen weiter. Da drüben ist eine Nische. Sehr schön. Wir sind, glaube ich, wieder an der T-Kreuzung. Wir verstecken uns mal hier. Und dann gucken wir mal, wie weit der Wagen jetzt fährt. Aha, der hält auf der Kreuzung an.
Gut, wir laufen einfach weiter und gucken mal, wo uns das hinführt. Weiter nach unten natürlich. Wo ist die nächste Nische? Hier links. Gehen wir erstmal hier hin. Hier ist wieder ein Geisterhörnchen gewesen. Hier ist ein Absatz. Okay. Und wir haben zwei Geister. Einer kommt angesackt. Der ist vom Schild abgeprallt. Und da drüben, der schießt mit der Armbrust. Und der Streitwagen ist gerade vorbei gesaust. Oh, da hätten wir aber ganz bequem rüberlaufen können. Der hat schon mal einen längeren Weg. Aha, der hat die Richtung geändert. Das muss der gleiche sein. So, wir warten mal ganz kurz und laufen jetzt rüber, beziehungsweise rollen uns mal rüber. Und erledigen... Der hat uns getreten. Was soll denn das? Also treten ist ja nun nicht gerade die feine Englische. Ja, da drüben ist ein Absatz. Da würde ich gerne gleich nochmal zurück. Da kann man da hochspringen, wenn man sich dazu anguckt. Da links kommen wir hoch. So, wir warten mal ganz kurz. Das Schild brauchen wir gerade nicht hochhalten. So, schauen wir mal. Hopp. Ja, das geht. So, wo sind wir denn jetzt? Hier ist nur neblig. Hier geht's nur runter in den Tod. Jo, das ist nicht so toll. Gibt's oben irgendwas? Ja, da oben ist eine Kante, aber viel mehr sieht man hier nicht. Ah, Moment mal. Da oben saust wieder der Wagen lang. Der ist gerade nach oben. Ist das jetzt ein anderer? Hier fährt gerade keiner. Das muss der gleiche sein. Ach, der folgt uns. Deswegen hat der vorhin so lange gebraucht und dann nicht so lange. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Und wir müssten jetzt in dem, naja, zweiten Abwärtsgang, ja, da drunter sein, nehme ich mal an. Das sagt jedenfalls meine Orientierung, kann mich allerdings auch täuschen. Gut, dann kann man wo da oben, wenn man da ist, auch runterfallen. Aha, so kommt man um die Ecke eigentlich auf anderem Wege. Wir haben das irgendwie vielleicht ausgetrickst, so ja, das Intervall. Wo ist denn der Wagen jetzt? Über uns, er ist zu hören. Aber nicht zu sehen. Der müsste doch hier vorbeikommen. Ich würde ihn gerne sehen, bevor ich hier irgendwie loslaufe. Ja, da ist er zu hören. Ich glaube, der dreht da oben seine Kreise. Ich glaube, der hat die Spur verloren. Gut, dann können wir ja vielleicht hier ganz in Ruhe runterlaufen. Ach, da hinten liegt ein Überriss. Da sollten wir sicherlich wieder irgendwo eine Nische haben. Wir nehmen mal die Gräbertalie der Stufe 1 hier mit. Und wir haben ein paar Geister. Ich hoffe, das ist jetzt keine schlechte Entscheidung, die hier einfach auf einem Feld zu machen. Wir haben uns ein bisschen unangenehm. Das waren ja gleich vier hier. Die haben wie bei den Mausoleumsoldaten das gleiche Verhalten wie im Irren. Von wegen, der Wagen hat unsere Spur verloren. Na gut, wir hätten vielleicht nichts machen sollen. Wir nehmen mal eine Gunst des Segens. Und wir nehmen mal einen Schluck aus den Himmelstränen. So, wo ist denn der Wagen jetzt? Der hat da oben umgedreht. Nee, das ist vielleicht doch ein zweiter Wagen. Bin mir nicht sicher. Oder ein dritter so, ja. Wer weiß, wie viele hier rumkurven. Der dreht da unten um rechts, scheint. Also die Wegmarkierung sagte, da scheint was zu sein, wo wir hinlaufen können. So, gucken wir mal. Sehr schön. Oh, wir haben einen gelben Nebel gefunden ohne Portal. Das ist ja sehr interessant. Also ohne Tür. Also gelbes Portal. Ohne Tür, wo wir erstmal einen Hebel brauchen. Also das hier unterliegt komplett anderen Regeln. Und wir haben eine Statue von Marika. Wir haben die Gunst des Segens aktiv. Ach na, was soll's. Jetzt sind wir hier Rinder. Dann rufen wir uns gleich mal unsere Geisterwölfe, wenn wir die... Ja, die können wir rufen. Und wir haben einen Baumgeist mit Geschwüren hier. Ein riesiges, irgendwie eklig aussehendes und Feuer... Nee, Heiligschaden spuckendes... Hier sind wir, nehmen mal die Heilige Klinge. Hält auf jeden Fall ein bisschen was aus. Ist wirklich nicht schön anzusehen. Geht aber, würde ich sagen. Was passiert jetzt? Wir sind unter ihm irgendwie. Ist aber wenig Platz hier. Dann kicken wir unsere Wölfe hier ausrichten. Das war imposant. Wir nehmen mal vorsorglich die Arznei gleich. Und nähern uns mal. Wir wollen natürlich ein bisschen Schaden machen. Mal sehen. Ja, das geht aber ganz gut. Schweifangriff. Ja, gut, da hätte man vielleicht springen sollen. Aber man sollte auf jeden Fall rankommen, so wie das aussieht. Naja, sonst macht man ein bisschen Schaden. Aha. Ich hoffe, das geht gut. Also, das geht gut. So, wir nehmen einen Schluck aus dem Pupertree und sicher ist sicher. Das war jetzt noch nicht ganz so nötig. Aber unsere Geisterwölfe sind schon erledigt und dieser Baumgeist ist auch gleich erledigt. Okay, ich glaube, das war der größte Gegner, den wir bisher hatten.
Und wir haben eine goldene Saat erhalten, 15.000 Runen und eine Asche des verbannten Ritter Ulek. Na, das ist ja sehr interessant gewesen. Ui. Okay, also, das war spannend. Das hatten wir wirklich noch nie. So, schauen wir uns hier mal ganz kurz um. Das gelbe Portal ist weg. Und ja, haben wir ja schon zwei nette Sachen hier gefunden. Diese Siegel. Und wir haben eine goldene Saat. Und da war ein Transporter nach oben. Ja, aber da war doch noch was. Da war doch noch eine Kante. Da sollten wir uns das nur anschauen gehen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir jetzt da raussehen. Nee, wir machen mal Folgendes. Wir werden mal zum Eingang uns teleportieren. Kehren wir dahin mal zurück. So, wir sind am Ort der Gnade zurück. Und wir haben 25.500 Runen, könnten wir sagen, knapp. Okay, na, das war ja sehr spannend. Wir setzen uns gleich mal an den Ort der Gnade. Ich glaube, wir können zwei Sachen machen. Zum einen sollten wir genug goldene Runen im Inventar haben. Ich hatte mir das vor der letzten Folge schon ausgerechnet. Wenn wir die alle benutzen und etwa 25.000 Runen haben, dann sollten wir einen Stufenanstieg machen können. Also, ja, da wir jetzt eben noch eine Stufe 5 Rune gefunden haben, also goldene Rune der Stufe 5, sollten wir auf jeden Fall hinkommen. Daher werden wir jetzt mal unsere ganzen Runen hier benutzen. Wir müssen so auf knapp 32.000 kommen. Wir schauen mal gerade, wie viel wir genau brauchen. Ich möchte nicht zu viele goldene Runen öffnen. Wir brauchen noch 2.200 Runengut. Oder knapp eigentlich. Dann sollten wir mal schauen, dass wir die zusammenbekommen. Dann gehen wir da nochmal rein und schauen uns da nochmal um. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie noch nicht alle die Seen haben. Wir nehmen mal die hier für 1600 noch, die Rune. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch, wir schauen nochmal ganz kurz in den Status. Wir brauchen noch 600 Runen, also machen wir uns am besten 3 kleine auf. Das sollte am effizientesten sein. Dann haben wir möglichst wenig Runen, die wir im Falle eines Ablebens verlieren würden. Also, lang hier kurzer Sinn, 3 kleine Runen der Stufe 1 wollen wir jetzt noch haben. Und dann können wir uns den letzten Punkt in Weisheit gönnen. Dann haben wir auf jeden Fall die Anforderungen für unser Schwert der Nacht und der Flamme. Und wir sollten jetzt 3 goldene Saaten im Inventar haben. Und ja, bei den Fläschchen, da können wir jetzt was machen. Und wir können uns eine weitere Flaschenaufladung gönnen. Sehr schön. Also dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, hier die Steinschwertschlüssel zu opfern. Und jetzt würde ich gerne eins machen. Wir haben hier gerade eine mit Purpurträne erhalten. Wir werden das auf 6-4 verteilen, damit wir mehr Himmelstränen haben. Und dann werden wir noch den Stufenanstieg machen auf Stufe 75 und zum letzten Mal erstmal Weisheit steigern. Dann haben wir jetzt wirklich zusammen mit der goldenen bzw. großen Rune von Godrik die erforderlichen Punkte in Weisheit, um das Schwert der Nacht und der Flamme anlegen zu können. Aber es gibt noch einen Haken. Wenn wir es anlegen als ja, Zweitwaffe, dann sind wir bei einer großen Last. Da werden wir vielleicht noch ein anderes Schild oder so ausrüsten müssen oder irgendwas von unserer Ausrüstung ändern oder wieder einen anderen Talisman anlegen. Aber belassen wir es erstmal dabei. Ich bin zufrieden, dass wir das erstmal geschafft haben. Und wir sind Stufe 75. So, das war das. Ja, ich habe, wie gesagt, die Tür da unten muss noch mehr sein. Gehen wir mal runter. Wir rennen einfach. Das war ja da vorne rechts, wo wir hin müssen. Und eigentlich können wir jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn der Wagen uns trifft. Ne, lieber nicht. Das muss nie sein. So, da vorne dreht er um und wir laufen gleich mal hinterher. Jetzt sollte ja kein Problem sein. Wir halten uns am besten rechts. Obwohl, hier war doch irgendwo ein Geist. Der kommt jetzt hier gerade. Okay, der hat uns getroffen und wir sind nicht gestorben. Das ist gut. Wir gehen aber trotzdem mal in die Ecke und erledigen den Geist. Hätte ich mir das doch richtig gemerkt, dass der hier ist. So, wir nehmen eine Gunst des Segens. Also, wir würden 2 Treffer überleben. Nun gut, das ist human. So, wir warten mal kurz ab. Wir müssen jetzt irgendwie wieder runter. Und wir
folgen mal nicht, würde ich sagen. Wir warten mal, bis der Wagen an uns vorbei ist. Ja, da hinten ist doch noch ein Überrest oder irgendwas liegt da. Hier muss es noch mehr geben. Hat mich mein Gespür doch nicht getäuscht. Und außerdem hatten wir ja auch mit jedem gesehen, eine Kante. Da drüben schießt noch einer auf uns. Das müssen wir kurz mal aushalten. So. Und jetzt rüber da zu dem. Okay, vielleicht können wir den hier so herunterschubsen oder so. Oh, da steht aber Ephelia an der Kante. Gut, er ist unten, war aber auch erledigt. So, der Streitwagen ist vorbei. So, jetzt sind wir an der Stelle. Wir standen doch da unten, vermute ich mal. Ja, da, naja, über dem Helm jetzt. Gut, wir müssen mal da runter. Ist hier noch irgendwas? Da oben ist auch noch ein Geist. Wo ist denn der Streitwagen? Da ist er, gut. So, jetzt würde ich sagen, wir lassen uns mal fallen. Das haben wir ja schon mal überlebt. Hier war, glaube ich, kein Geist. Obwohl, wir sind vorbeigerannt. Dann machen wir das wieder. Das klappt ja offensichtlich. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Ach, hier ist eine Nische. Sehr gut. Ja, da unten ist eine Plattform und da ist was zu sehen. Ich glaube, wir lassen uns hier einfach mal fallen. Augen zu und durch. Und wir sind direkt an einem Topf hier gelandet. So, jetzt würde ich vermuten, waren wir vorhin da unten. Das sagt jedenfalls meine Orientierung und die ist ja in solchen Fällen eigentlich ganz gut. Oh, wir haben den Imp, der uns anguckt. Wir nehmen mal die Harley-Klinge. Aha, hier gibt er tatsächlich mehr. Das wird doch richtig gesehen. So, das war der. Da hinten ist noch ein Imp, der hat scheinbar eine Schmidt gekriegt. Und jetzt sind wir quasi im Katakombenteil. Das sieht doch schon eher gewohnt aus. Der hat eine Schmidt gekriegt. Was macht der hier? Ach, der hat sich geduckt. Alles klar. So, sehr schön. Oh, ja, und sehr schön auch hier mit den Kerzen. Das. So ging es da hinten jetzt noch weiter. Jetzt hat gar nicht geguckt. Wir schauen mal ganz kurz. Gehen wir mal ganz kurz zurück und gucken uns das ganz in Ruhe hier an. Wir blicken auch mal hier von der Kante. Ne, hier ist nur hier fällt man runter in den Tod, ganz eindeutig. Ja, und da unten müssen wir gewesen sein. Ah, hätte ich das hier gewusst. Ja, hätte ich Refugiumstein, also hier so ein Leuchtestein, einen Blühstein zurückgelassen. Nun, wir schauen uns mal das hier an. Das müsst ihr auch in die Richtung dieses Überrestes, nee, dieses Geistes, den wir da oben gesehen haben, führen. Wir laufen hier wieder zurück. Ja, gut, na dann also hier runter. Gucken wir uns das mal an. Nee, wir drehen mal um. Da vorne ist da so eine Flammensäule. Ich staune, dass wir noch keinen Flammenangriff abgekriegt haben. Ich glaube, wir brauchen mal die Armbrust, um das zu deaktivieren. Das ist doch garantiert so weit. Das können wir gleich noch ausprobieren. Sobald wir die Armbrust angelegt haben. Nehmen wir mal unsere Vollmondarmbrust und probieren das mal aus. So, gucken wir mal. Wir rüsten die schon mal aus und schauen mal. Passiert jetzt was? Das ist doch eine Falle. Ja, ich sag's, das ist eine Falle. Jetzt haben die lange so eine Ausweisrolle, das ist nicht gut. Aber das ging sich ja aus. Gut, wir nehmen mal die Armbrust in beide Hände und versuchen das mal zu deaktivieren. Also schießen wir mal auf den Lichtkopf da vor uns. So, das geht runter, das ist sehr schön. Und ich glaube, wir können die Armbrust erstmal wegstecken. So. Außer hier ist noch so ein Ding. So, gucken wir uns hier mal um. Ich glaube, wir sollten mal das Schwert rausnehmen. Ja, das wäre besser. Das ist ein Limp. Oder ein Licht. So, der ist erledigt. So, gucken wir uns hier mal um. Also, hier sind Imps. Beziehungsweise Wichte. Hier sitzt keiner, uns springt keiner an. Und das ist eine illusionäre Wand. Nee, ist es nicht. Gut, dann nicht. Da hinten ist ein Imp. So, na, dann gehen wir doch da lang. Gucken, ob wir hier noch weitere Fallen haben. Aber eine feuerspeiende Falle reicht ja schon mal. Nehmen wir die halbe Klinge und lassen den einfach mal kommen. Wer weiß, was noch hier irgendwo sich versteckt in der Ecke. Der kommt ganz langsam an. Und der arme Kerl hat es ganz schwer gehabt, seinen Stock da zu heben oder seinen Eisenstab. Oh, da ist noch einer. Der ist vom Schild abgeprallt. Der hat auch bloß einen Dolch. Die können aber gefährlich werden. Aber der ist erledigt. Sehr schön. So, noch einer? Wir werden es gleich rausfinden. Ne, erstmal nicht. Gut. So, da hinten in der Ecke liegt ein Überrest. Und wir haben zweimal Blitzfett gefunden. So, und das ist wohl eine Sackgasse. Gut, also für Blitzfett haben wir das jetzt hier nicht gemacht. Wir gucken mal, wo da links weitergeht.
Auf jeden Fall ist hier noch ein Gang. Der führt aber nach unten. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen wie nach oben kommen. Nun gut, wir schauen mal, wo uns das hier hinführt. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwo eine Leiter oder so. Oder einen großen offenen Raum. Na, das ist ja wirklich mal was ganz anderes hier. Schön, sehr, sehr schön. Da hinten liegt doch was. Und hier lauert ein Stoff uns. Ich bin überrascht. Das kann nicht sein. Entweder haben wir hier irgendwelche unsichtbaren Geister oder ähnliche. Oh je, da unten ist eine tiefe Grube. Und da unten ist eine Kante. Aha. Die scheint nicht zu tief zu sein. Moment mal, wir probieren mal ganz kurz mal aus. Ich habe gerade eine Idee. Haben wir lange nicht benutzt. Wir nehmen ins Inventar und schmeißen da einfach mal einen Regenbogenstein oder einen Glühstein runter. Da haben wir die Regenbogensteine. Na dann, lassen wir mal hinfallen. Okay, der ist nicht zersprungen. Da können wir runterspringen. Gut. Aber da hinten liegt was. Und das ist hier sehr offen und sehr frei. Hier muss da irgendwas irgendwo lauern, wie man von der Kante weg. Ich kann das nie leiden. Wenn hier uns irgendwas auflaut und wir auf der Brücke sind, dann wird das tödlich. Da kann man nämlich nicht so gut ausweichen. Überhaupt nicht. So, schauen wir mal, ob wir irgendwas entdecken können. An der Wand sitzt nichts. Wir schauen mal, ob es hier hinten vielleicht weitergeht. Nee, ich glaube nicht. Das ist keine illusionäre Wand, würde ich behaupten. Nee. Gut, haben wir abgeklärt. Und? Nee, ich sehe hier nichts. Gut, dann ist das so. Aber irgendwie ist das verdächtig. Mir ist das zu verdächtig. Ich weiß nicht. Moment, da oben ist doch was an der Decke. Ja, da lässt sich was aufschalten. Das war schlecht zu sehen da oben. Gut, das ist ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist relativ groß. Wir schießen das mal mit der Armbrust an. Holen wir die mal wieder raus. So, wo ist sie jetzt? Leider ganz weit unten. Wir sollten mal wieder ein paar Waffen wegsortieren. Dann geht es so weit schneller. So, die Armbrust ist angelegt, beziehungsweise erstmal ausgerüstet. Und jetzt ist er angelegt. So, na dann spannen wir mal die Armbrust und schießen das da einfach mal runter. Mal gucken, was das ist. Das ist was Größeres. Wir sollten mal ganz schnell die Armbrust ablegen. Das kennen wir doch. So, wie immer beiseite. Wir ziehen uns mal hier zurück und nehmen mal die Klinge, sobald wir ein Schwert in der Hand haben. Haben wir den Gang hinter uns? Ja, sehr schön. Wir haben ihn verpflanzen. Ich muss gerade mal überlegen müssen, wie die hießen. Jetzt sollten wir die Flammenschleuder auspacken. Wir haben jetzt auch keine Gunst des Segens aktiv. Vielleicht gucken wir mal, wie viel Schaden wir machen. Oder wie viel Schaden wir nehmen. Okay, viel zu viel für meine Begriffe. Wir ziehen uns mal kurz zurück. Oh ja. Wir nehmen mal was aus dem Purpurtränen und direkt nochmal die heilige Klinge. Wir sollten mal hier rumspaßen. Okay, sollte aber gleich erledigt sein. Na, sehr schön. Gut. Haben wir das überlebt? Wir nehmen direkt mal eine Gunst des Segens. Und das Schwert in die Hand. Und ich glaube, wir sind mal vorsichtig. Wer weiß, was hier noch so passiert. Wir nehmen ein Stück aus dem Purpurtränen und was aus den Himmelstränen. Jetzt haben wir ja auch ein Fläschchen mehr. So, ich glaube, jetzt können wir da gefahrlos rüberlaufen. Hoffe ich jedenfalls. Wer weiß, was noch so passiert. Auf jeden Fall ist das sehr atmosphärisch hier, muss ich ja mal sagen. So, dann gucken wir mal, was dieser Überrest für uns da hat. Eine Gunst des Erdenbaums, das ist ein Talisman. Jetzt hat das hier gerade gewackelt. Ist noch irgendwas passiert? Ja, wir haben den zweiten davon. Oh, nee. Nee, also einen zweiten brauche ich jetzt nicht. Der soll weggehen. Mal sehen, ob der sich zurückzieht. Na, das wäre doch gewesen. Man läuft hier rüber und dann hat man vorne und hinten den und dann springt man da runter in die Grube. Naja, ist klar. So, zieht der sich jetzt zurück? Ich hoffe doch. Vielleicht müssen wir den austricksen. Oder kommt man hier irgendwo weiter? Das haben wir noch angekickt. Nee, hier kommt man nicht durch. Ich denke, wir werden da unten hin müssen, wo wir den Stein hingeworfen haben. Ansonsten kommen wir vielleicht mit der Schnellreise raus, obwohl eigentlich nicht. Doch, wir haben den Boss hier liegt. Jetzt kommt der her. Warum denn bitte? Merkwürdig Wesen. Ich würde sagen, wir machen das mal wie folgt. Wir rennen einfach mal. Ja. Und lassen uns da hinten fallen. Wir ignorieren jetzt mal, dass wir angegriffen werden. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Oh je. Wir haben das überlebt. Hui, da ist unser Steinchen.
Das war unsere Lebensversicherung, dass wir das wussten. Oh, kommt der uns hinterher? Er könnte drauf verzichten. So kommen wir jetzt hier weg. Ich hoffe doch. Na, hier ist man nicht. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Nee, ach. Müssen wir da runter? Ich befürchte sowas. Das ist nicht zu hoch. Ich würde sagen, das geht. Wir sind ganz entspannt. Wir lassen uns von dem Verpflanzten da oben nicht stören. Wir gehen wieder ins Inventar. Suchen uns nochmal ein Steinchen raus und lassen das Steinchen einfach fallen. Mal gucken, was passiert. Steinchen ist Jans, wir springen hinterher. Das sieht ja aber nicht gut aus. Das ist ja unheimlich schön rot. Okay, ich weiß nicht, wie viele hier runtergefallen sind, aber viele. Na gut, wir kicken uns hier unten mal ganz in Ruhe um. Vielleicht liegt der hier noch irgendwas. Nee, jetzt so nirgendwo raus. Doch, da drüben jetzt raus. Großartig. Mal, mal sehen. Ach, dann werden wir jetzt garantiert dahin kommen, wo wir oben den Geist gesehen haben. Da lag dann auch was. Wir haben einen Aufzug. Okay, ich hätte es mit einer Leiter gerechnet. Nun gut, dann steigen wir mal auf den Aufzug. So, wir haben erstmal Pause. Ich denke, das dürfte noch eine Weile dauern. Wir sind ganz schön weit runtergekommen hier. So, gucken wir mal, wann die Aufzugsfahrt endet. Wir sind oben. Ja, jetzt habe ich keine Orientierung mehr. Wir nehmen mal vorsorglich eine Gunst des Segens, nachdem wir das gerade erlebt haben. Und nehmen wir das Schwert raus. Wir kicken uns mal kurz um. Okay, nichts zu sehen. Dann müssen wir wohl hier lang. Hier ist wieder der Streitwagen zu hören. Ich glaube, wir sind genau da. Ja, hier liegt ein Überrest. Sehr schön. Und dann haben wir da drüben einen verbannten Geist mit Höllebade. Nehmen wir mal die heile Klinge. Das sollte ihm nicht bekommen. Ich glaube, wir spielen jetzt hier nicht rum. Ich möchte hier bloß noch raus. So. Jetzt sind wir wohl genau da, wo wir auch rauslaufen können. Aber wir nehmen uns hier noch diesen Steinschwertschlüssel mit. Sehr schön, wir kriegen ihn zurück. Großartig. Gut, dann hat uns der Ausflug hier nur einen Steinschwertschlüssel gekostet. Und der Streitwagen verhindert jetzt wohl, dass wir hier wegkommen. Na gut, hab jetzt kein Problem mit. Wir nehmen aber die Schnellreise, wenn das geht. Ansonsten, ja, verpassen wir uns die Arznei und laufen einfach raus. Das müsste ja auch irgendwie funktionieren. Ich hoffe jedenfalls. So, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Wir können schnell reisen, gut. Also, dann machen wir den Erfolg. Wir werden von hier aus, ja, schon für die nächste Folge, werden wir mal Folgendes machen. Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen was gefunden und wir haben hier im See einen Drachen. Wir werden uns mal, ich würde sagen, hier zur Nordseite des Akilsees begeben. Na, das war ja ein interessanter Ausflug in dieses Grabmal. Meine Güte, das war spannend, das hat Spaß gemacht. Also das machen wir halt ganz anders. So, jetzt reicht's mir aber auch. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir werden uns in der nächsten Folge dann mal um den Drachen hier im Akilsee kümmern. Für heute soll es nämlich gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit Elmring weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.